Vielleicht schon aufmachen? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Aber ich. Doch, so langsam. Ja, bin ja schon. Was ist denn jetzt los? Achso, ja, jetzt. Lässt sich ja geil steuern. Ach, da vorne ist Landing. Unknown contact. Two clicks west. Ach, da vorne ist die Landing Zone. Hast du die im Blick? Wo du runtergehst, sag mal. Ja, ich sag's dir, ey. Status red. Was zum Teufel? Barracud fliegen ist nicht so deins, wa? Meins aber auch nicht. Status red. Ja, super geil. VCF. Erstmal verarzten. Guten Tag. So. Wo sind wir denn hier? Hier sind wir zu Hause. Na gut, dann mal zum Meeting Place, wa? HQ, this is Sierra One. We've successfully landed at the designated coordinates and awaiting orders. Over. Sierra One, this is HQ. Roger that. You're clear to engage hostile targets. Prepare to move to Objective Alpha. I repeat, prepare to move to Objective Alpha. Out. Roger that, Sierra One, copy, good. We're heading to Objective Alpha. Out. I've got a visual. Unknown contact. Half a click. Bearing 285. So, meeting place. 400 Meter. Was haben wir doch da unten? Ach, jo. Ich leg mich jetzt mal hier auf den. Unknown contact. 800 meters west. So, Autos sind ja schon mal unten. Gut, dass das nicht so auffällt. Ist genauso auffällig wie das Burning Man, ey. 400 meters ja. West. So, da kommen die anderen Autos. Aus 290. Zumindest eins. I've got a visual. Unknown contact. Er hätte ja wenigstens seine Stimme so ein bisschen verstellen können beim Einsprechen. Oh ja. Sind das alles unbewaffnete Fahrzeuge? Also hinten am Ifrit steht einer daneben. Rechts auf der rechten Seite. Beiden. Stimmt. Das wird lustig. I've got a visual. Rifleman. Ah, ich glaube, das reicht, wenn wir die zwei Haupt. Oh ja. Backos weg kann ich gehen, um doch ein bisschen weiter weg von mir. So. Quatschen die jetzt schon? Weiß ich nicht. Das ist die Frage, aber das sind auf jeden Fall unsere zwei Targets. Noch ein Quadbike? Wo? Hier. Ja, 400 meters due west. Ja, keine Ahnung, ob wir die jetzt schon umknacken können. Nee, warte mal. Hier, Bossboote. Schiffe, Schiffe, alle nix schuld. Ja, keine Ahnung, sollen wir? Ich nehme dann den rechten, aber warte mal noch. Ich nehme dann den rechten, du den linken. Ohne Helm. Ja, ja, die zwei hier mit dem Barett. Oh, keine Ahnung, weil die haben ja gesagt, wir sollen dem zugucken noch. Wenn sich jetzt die Hose runterziehen, schießt er sofort. We've got an enemy. Man, 400 meters due west. Warte mal. Kill enemy officers. Targets are high-ranked officers. Eliminate them. Also ja gut, dann dürfen wir sie jetzt auch schon weghauen. Ich nehme den rechten, du den linken. Jo. Sobald die down sind, nimmst du den, der gleich da links steht. Und ich gucke, dass ich den rechts dann noch erwische. Auf mein Kommando! 3, 2, 1. Sehr nice.
Die am Ifrit haben natürlich gar nichts, doch jetzt. Der liegt. Also du nimmst den davor und dann hab ich den hinten weg. Meine ist weg. Ich helf dir mal. Das war's, wa? Ist noch irgendwo einer? Ich würde sagen, Evocation. Abmarsch. Jo, 700 Meter, das kriegen wir hin. Im Laufschritt, los, los, los! Willst du nochmal nachladen? Ich hab noch 3 Mumpeln drin. Ich bin gar. Ja, aber 7 ist besser als 3. Das ist ein Argument. Das ist halt jetzt die Frage. Ach, da oben steht ein Little Bird. Frage ist jetzt nur, ob der Little Bird bewacht wird oder nicht. Ja, eigentlich nicht. Ist ja unsere, ne, Abholzone. Also, naja, aber wenn da jetzt irgend so eine Spasti-Patrouille meint so, ach, so wir könnten eben ja mal zum Turm gehen, mal gucken, ach, da steht ja ein Little Bird, wir warten einfach mal. Vielleicht kommt dir was. Sehen wir gleich. Was war das denn? Wir sind die Guten. Hör auf, so evil zu lachen. Das sind doch die guten Jungs, oder? Sag jetzt bitte ja. Ich will nicht böse sein. Naja, das Problem bei sowas ist ja immer, es ist scheißegal, ob wir die Guten oder die Bösen sind. Wir wissen nicht, wen wir gerade getötet haben. Ist mir scheißegal. War nur ein Auftrag. Also kannst du durchaus jetzt auch eine böse Tat vertanken. Aber oh mein Gott. Aber rein. ist schon okay. Aber rein von der Aufmachung her und von denen, ihre Aufmachung von unseren Targets, waren das die Bösen. Das sind immer die Leute, die aussteigen. So funktioniert der Irakkrieg, Junge. Siehst du? Ich würde aber trotzdem dann nochmal in Stealth-Modus gehen, wenn wir da kurz vor der Kuppe sind. Oh ja. Weil wenn ich jetzt was anzielen müsste, ja, würde ich mal ein Scheunendorf 2 Meter treffen. Soll ich mal kurz ausrasten hier? Hauptsache triffst die Scheune. Hoffen wir jetzt nicht, dass wir noch wegfliegen müssen, weil ich habe ein Joystick nicht dran. Aber du kannst hier wegfliegen. Wegfliegen geht, aber landen ohne ja. Joystick ist schwierig. So, Landing Zone incoming. Ja, wir müssen fliegen. Nee. Yeah. Oder nicht? Schick.